Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Wizards Wheel 2. Wir sind mittendrin in der Weekly Challenge und die ist ziemlich weird. Zum einen wusste ich nicht, dass es einen Slime-Helden gibt. Zum anderen wusste ich nicht, wie absurd er ist. Wir gehen ja vielleicht ganz kurz nochmal raus, damit ich ein bisschen was zeigen kann. Also prinzipiell ist die Weekly Challenge einfach, die vier Helden sind vorgegeben und go for it. Und das ist es dann. Und ihr seht schon an den Hitpoints, so 1300, 1100, 600, 35 Millionen. Irgendwas ist da weird. Also, der ist natürlich auch vom Level deutlich höher, aber jetzt kommt der viel spannendere Teil. Der Slime hat halt einfach überhaupt kein Equipment, außer die Slime-Coin, die ich mal ein bisschen aufgelevelt habe. Und die sagt einfach 10% vom Slime-Multiplier, was auch immer der Slime-Multiplier ist und wie der steigt. Dass halt 10% davon auf den Attack und auf den Defense-Wert kommen. Ja. Und das ist halt relativ weird. Also ich habe halt keine Ahnung, wie der Kram zustande kommt, weil mit dem Slimeball passiert halt nichts. Also vielleicht passiert da was, keine Ahnung, aber steht halt nicht mit bei. Das ist halt so... Okay. Der Schleim rastet halt einfach total aus. Jetzt kann ich mal gucken, ob wir noch neue Helden... Oh, hatte ich den Mystic schon? Ja, bedauerlich. Aber ja, es ist halt so, weiß ich halt auch nicht, ist halt schon eher weird. So, das Ding können wir ja gerade, ich weiß gar nicht, ob das Level überhaupt was bringt, ich mach das jetzt einfach mal. Ich weiß noch nicht, ob es Sinn gemacht hat, das auf 11 zu leveln oder ob das so oder so das gleiche bringt. Die hatte ich schon. Dich hatte ich, glaube ich, noch nicht freigespielt. Dich will ich auch gar nicht equippen. Dich will ich direkt trashen, bitte. Und dann würde ich mal refreshen. Den Red Dragon noch mitnehmen. Sind ja auch noch Bonus-Stats für neue Charaktere. Aber ja, es ist halt insgesamt... ich finde es auch super weird. Weil angeblich kann der Schleim halt zumindest die Tunics, also die leichten Rüstungen und halt die Claws tragen. Aber kann er halt auch nicht. Also, ne, Wyrmling Paw, nö. Und auch die Standard-Claw, die man hier halt so mitnehmen kann, geht halt auch nicht. Hatte ich ja auch schon probiert. Und es ist halt alles super strange irgendwie. Okay, ist jetzt keiner von den Tunics mit bei. Also er kann halt gar nichts equippen, rastet aber total aus. Auch nach Spielneustart und überhaupt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ein Feature. Ich habe auch tatsächlich erst zweimal resettet in der Weekly Challenge. Ne? Also es sind halt quasi alle Statues noch auf Null. Bis auf die auf der ersten Seite und die sind halt 2, 2, 1, 2. Es ist halt nichts. Das ist halt nichts. Ich könnte jetzt halt easy nochmal die 1800 Time Mana claimen, die ich habe und hier noch ein bisschen irgendwie was hochleveln. Also. Ich glaube, das mache ich spaßeshalber auch einfach mal. Ja, nein. Nicht Time Warpen. Insta-Claimen will ich. So, packen wir hier halt was drauf, packen wir da was drauf. Ein bisschen Agility, ein bisschen Charm. Vita brauche ich ja auch ganz dringend. Naja. Was macht die doch gleich? Achso, Time Mana Earned, ja, nee. Keine Ahnung, ob das nötig war. Wir haben genug Gems, von daher ist das halt so, scheiß drauf. Aber ja, ist halt super weird. I don't get it. Und ich habe einmal das Spiel neu gestartet und er speichert
nicht immer die Settings. Scientific muss ich schon wieder beim Number Format umstellen. Und jetzt ist auch schon wieder... Auto Travel ist off. Auto Retry ist off. Show Max Health ist off. Und Let Mimics ist halt so super strange. Das müsste eigentlich alles passen. Keep Basic Consumables hat er auf On gestellt. Das muss ich auch wieder ausstellen. Also es ist halt so... Ja. Nun. Aber ja, also die Challenge war bislang halt so, okay, ich merke halt, der Slime wird halt mit dem Kämpfen von alleine immer stärker und immer stärker. Ich sehe gerade schon, von 7,34 sind die Hitpoints gerade auf 7,39, jetzt auf 7,4 gesprungen. Also ich schätze mal, er wird halt schon mit jedem vierten Angriff, wo er halt seinen Skill macht, dann, oder jedem fünften, dann doch irgendwie live dazu kriegen, prozentual. Das funktioniert halt einigermaßen gut. Also geht jetzt halt so. Aber dafür, dass wir quasi erst zweimal resettet haben, also gut, wir haben jetzt die anderen Statues noch ein bisschen erhöht, aber ne, ich bin halt bis hier hingekommen mit nur zwei Resets. Also mit ungefähr 300 Time Mana, 325. Wir haben ja noch 25 am Start gehabt, lass es 350 insgesamt gewesen sein, eher weniger. Also, das halt schon weird. Und ja, wir kriegen hier zwischendurch ein bisschen auf den Sack. Das ist halt okay. Kann man halt machen. Ich würde ihm jetzt einfach mal die Experience Potion mitgeben. Weil, warum nicht? Den ganzen Schmutz verkaufen. Und dann halt wieder rein da. Und es ist, ich glaube, man kann halt wirklich die Challenge einfach mit genug Geduld da halt auch fast ohne Resets durchlaufen lassen. Also, die läuft jetzt halt schon ein paar Stunden. Also so 10 ungefähr, würde ich mal schätzen. Nee, weniger tatsächlich, eher 8, glaube ich. Cool, das hat halt gar nichts gebracht. Und ja, hier könnte es ein bisschen problematisch werden halt mit dem ganzen Stun, aber... Mal halt mal gucken. Es ist halt, glaube ich, einfach eine Frage der Zeit und irgendwann wird es schon passen. Also es ist halt wirklich nur stumpf aussitzen. Weiß ich nicht. Ist eine weird Challenge, aber ja, hey, ich nehme es gern mit. Also von daher. Ich glaube, die Statue-Levels sind nicht mehr ganz aktuell. Wenn wir gleich nochmal verrecken, wechsle ich gleich nochmal. Er heilt sich auch vor allem von alleine wieder, ne? Das ist halt auch so. Warum tut er das? Also ich finde es super. Das ist einfach die angenehmste Weekly-Challenge, die ich bislang hatte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so sein sollte. Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen mies, dass man halt einfach in der Weekly Challenge nicht adaptable auf irgendwas craften kann. Also ich hätte halt massig genug Gold, um irgendwie adaptable auf irgendwas zu craften, aber es deaktiviert. Achso, warte mal. So, Enchant auf Level 3 ist aber halt trotzdem deaktiviert. Also ich hätte den Schleimer halt gern noch mit Equipment ausgerüstet, aber nö. Halt nicht so. Hätte halt einfach gerne Adaptable irgendwie mitgenommen, damit er alles tragen kann, aber nein. Not gonna happen. Wir wechseln mal ganz kurz hier rüber und gucken mal. Ja, das habe ich irgendwie fast alles eingelevelt.
Da sind wir bei 12, 14, 13, 13. Hier sind wir bei, oh, da hat sich gut was getan, bei 12, na, eigentlich nur hier 11, 13, naja, so, okay, so viel war es doch nicht. Okay, das ist bei 11, das passt alles und das ist bei 993. Ich bin halt am Überlegen, ob ich die Statue of Ascension nochmal irgendwie leveln will, weil wir haben, warum auch immer, halb, haben wir irgendwie 27,5 Ascension Tokens. Von daher ist das, glaube ich, eine Sache, die ich jetzt einfach mal mache. Kann man halt einfach mal so zwei Level reinstecken, dann ist die mal Level 5. Finde ich okay. Verbessert die anderen Statuen immerhin um rund 7,5%. Es gibt mit dem letzten Patch ein kleines Update. Nee, das ist eigentlich halt hier. Dass man jetzt für drei von den, wie auch immer die Dinger heißen, Past Challenges freischalten kann. Also vergangene Weekly Challenges, dass man die nachholen kann. Die brauchen... Wie lange? 4 Wochen oder 8 Wochen? 8 Wochen brauchen sie. Genau, also 8 Wochen, nachdem die durch sind, tauchen die hier auf. Das werden jetzt auch, also es werden schon einige sein, noch nicht absurd viele, weil die Weekly Challenges wurden, glaube ich, dieses Jahr im Februar erst eingeführt. Von daher, mal gucken. Ich glaube, das halbe Ding haben wir dadurch, dass ich irgendwas verkauft habe, was ich eigentlich nicht verkaufen wollte. Aber ja, also ich könnte das jetzt unlocken. Aber ich finde die Weekly Challenges im Moment halt so schon anstrengend genug, mit Ausnahme der aktuellen, dass ich halt da lieber erst nochmal ein paar Boni sammle in den normalen Weekly Challenges, bevor ich, also mehr als eine Weekly Challenge schaffe ich halt normalerweise in einer Woche sowieso nicht. Von daher macht es halt auch gerade wenig Sinn, hier irgendwie noch anderen Kram freizuschalten. Und dann würde ich, was war das denn? Ach, das ist Imbue, ja. Sag mal, wo ist denn? Das ist hier. Ich würde dann, glaube ich, tatsächlich eher so die Statue of Worlds als nächstes angehen, damit ich halt gezielt Timeline Modifier mitnehmen kann. Das können wir aber eben erst auf Dimension 7, Dimension 10. Also von daher, das brauche ich noch ein bisschen. Aber ja, soweit, so gut. Ich gehe wieder hier rüber und lass den Schleim noch mal ein bisschen ausrasten und dann, keine Ahnung, melde ich mich wahrscheinlich, wenn ich todmüde bin, so in einer Stunde oder so noch mal wieder. Oder vielleicht auch, na, in zwei könnte zu spät werden noch zum Aufnehmen. Aber ja, also ich lasse das jetzt hier mit Speedboost laufen. Ich baue auch noch mal 5 Gems rein. Und irgendwann würde das Castle schon schaffen. In mehr oder minder Alleingang. Ich meine, wir sind von 4E7 jetzt schon fast auf 1E8. Also. Ich hatte auch irgendwie eine ganze Weile nicht hingeguckt. Ich habe ihn halt so ungefähr wie hier auf dem Level halt in Factory Caves grinden lassen. Also nach dem Motto so, naja, okay, du kriegst halt spätestens in Gebiet 3 halt auf den Sack. Also so in irgendwie 3-3 oder so. Hier jetzt tatsächlich noch früher. Kommt immer so ein bisschen an, wie viel er gestunt wird. Stun ist halt echt ein Problem hier. Aber ich befürchte, wenn ich ihm... das eine Item, was er hat, wegnehme gegen irgendwas, was vielleicht Stun Protection hat, nicht, dass ich da was hätte, aber dann würde er halt auch einfach seine ganzen Hitpoints verlieren. Und das will ich halt gerade nicht riskieren, von daher, ich lasse ihn ein bisschen farmen und wie gesagt, ich hatte ihn halt in den Factory Caves einfach machen lassen und habe dann eine Weile später wieder reingeschaut und war so, oh, wir sind im Mount Phyrex, wir sind im Vulkan. Okay. Das ist eine Sache, die passiert ist. Also von daher, wird schon und wir sehen uns einfach gleich wieder.
Ja nun, es ist nicht ganz eine Stunde oder zwei später, sondern tatsächlich am nächsten Morgen. Und es funktionierte auch nicht so ganz, wie ich mir das gedacht habe, weil das Problem ist tatsächlich von den Sea Snakes oder Sea Vipers, also keine Ahnung, wie die heißen, von den Schlangen auf jeden Fall, das Gift. Weil das ja, soweit ich weiß, prozentual wirkt und zusammen mit dem Stun ist das durchaus ein Problem. Also sowas hier, ne, die machen halt gar keinen Schaden, das kann ich halt auch automatisch laufen lassen. Ist halt easy going. Aber ich bin halt wirklich dazu übergegangen, jetzt einen Großteil des Levels einfach manuell durchzuspielen. Und sobald wir... Na, zwei Schlangen geht im Zweifelsfall noch, aber sobald Schlangen auftauchen, also mehr als eine, zwei ist jetzt immer noch so, ja, okay, das funktioniert gerade noch so, aber sobald es auf jeden Fall bei drei Schlangen oder mehr, einfach den Fireball rein und dann, dann funktioniert das. Ist nicht die schönste Lösung, ist eine sehr aktive Lösung, also hat nichts mehr mit Idle zu tun, aber die Alternative wäre, dass ich jetzt die ganzen anderen Chars halt vernünftig hochlevel. Und um ehrlich zu sein, habe ich da gar keinen Bock drauf. Also, es ist, also dann sitze ich halt wieder 4-5 Tage an der Challenge und das sehe ich halt einfach nicht. Die Weekly Challenges sind im Moment halt so langsam, dass ich halt im normalen Spiel einfach gar keinen Progress habe. Also in der normalen Dimension oder wenig Progress, sagen wir es so. Da könnte ich vermutlich viel weiter sein, wenn ich die Weekly Challenges erstmal ignoriert hätte. Aber nun ja. Das sieht ganz gut aus. Danach kommt auch der Boss. Und dann ist es nur noch die 25. Und das Castle sollte dann halt wieder vernünftig laufen. Also da gehe ich stark von aus. Ist auch hier tatsächlich eher so die Sache, dass hier die frühen Gebiete, also so halt 1 bis 10... oder 1 bis 15 noch irgendwie problematisch sind. Ab 15 sind bei mir jetzt, also es mag Zufall sein, aber so von 15 bis 25 sind jetzt verhältnismäßig wenig Schlangen aufgetaucht. Nee. So, und im Zweifelsfall ist es dann halt so, ja gut, da, okay, das hat jetzt ganz gut gepasst. Aber dann halt wirklich, ne, im Zweifelsfall auch einfach den Cooldown abwarten. Im manuellen Modus, weil der Cooldown läuft ja weiter runter und dann kannst du halt jede Wave den Fireball einsetzen. Muss halt immer eine Minute warten oder eine Minute 15. Ob man das will, ist dann halt eine Sache, aber es funktioniert. Schön ist anders, aber ja, so ist es auf jeden Fall machbar. So, dann nur noch der Boss. Easy going. Die Gems nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Time-Mana ist mir halt relativ wurscht. Also, ja, komm, das ist okay. Das war jetzt so. Eigentlich ist es mir egal, aber es ist jetzt halt für den Fall der Fälle, ist es halt ein Boss, den wir jetzt halt instant weghauen. Hoffe ich. Danke. So, und dann können wir halt einfach rüber ins Castle und da macht, glaube ich, nichts Giftschaden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kann im Zweifelsfall einfach eine Weile dauern. Ich meine, ich habe den Thief zwischendurch einigermaßen mit Equipment ausgerüstet. Was man auch einfach an den E5 Hitpoints sieht, aber der ist trotzdem halt instant weg. Also da fehlen einfach die Statue-Levels hinter. Und ja, also die Alternative wäre wirklich gewesen, die anderen Chars jetzt noch hochzuziehen und halt noch so, keine Ahnung, 10-mal zu resetten. Und das ist halt so, nee, ich habe gar keinen Bock drauf. Dann cheese ich das lieber. Und das ist ja jetzt echt eine Sache, die hier irgendwie ganz gut funktioniert. Also das ist dann vermutlich in, naja, gucken wir mal, 20 Minuten oder so durch. Was ich leider nicht mehr schaffe, bevor ich zur Arbeit muss, aber nach Feierabend dann. Ah, wobei, oh doch, hier tauchen die Sea-Vipers auf. Ah, da muss ich mal einen Blick drauf haben. Dann ist das vielleicht erst recht eine Sache, die ich nach Feierabend in Ruhe machen sollte. Nicht, dass hier plötzlich irgendwie 5 Sea-Vipers auftauchen und ich dann wieder am Arsch bin. Gar keinen Bock drauf.
Wobei, wir müssen gleich mal drauf achten. Also wenn wir jetzt verrecken, ist halt auch okay. Ich würde tatsächlich gleich nochmal schauen wollen, ob die wirklich vergiftet haben. Aber müssten sie eigentlich. Also es würde mich wundern, wenn sie es nicht tun. Wenn sie denn zum Angreifen kommen. Abgesehen davon haben wir gleich eh 9 Hitpoints. Es macht sonst halt auch nichts Schaden, ne? Das ist wirklich das einzige Problem, das Gift. Aber ja, das wird schon laufen. Und im Worst Case habe ich ja meinen Fireball am Start. Von daher. Ja, doch, sie vergiften. Aber das Gift macht keinen Schaden mehr. Scheinbar. Offenbar haben wir jetzt genug Defense. Wäre es doch einfach eine Frage der Defense gewesen. Ist auf jeden Fall nicht eine Frage der reinen Hitpoints, sondern auch eine Frage der Widerstände. Oder irgendwie so. Na gut, ich lasse das erstmal ein bisschen laufen und dann haben wir die Weekly Challenge auch relativ easy abgeschlossen. Tatsächlich mal innerhalb von 24 Stunden mehr oder minder. Das war okay. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.